Guten Morgen, liebe Radfreunde. Ich bin mal wieder unterwegs und habe heute den zweiten Anlauf genommen, um die Lahn zu fahren. Vor etwa 10 Tagen habe ich schon mal hier in Erndtebrück gestartet und gekommen bin ich bis nach Marburg. Das war auch eigentlich mein Plan für den ersten Tag, aber kurz vor Marburg wurde es dann eben zur Schweinerei von oben. Es fing an zu regnen und zwar heftig genug und ja, dann war ich in Marburg und es regnete immer noch und da habe ich mir gesagt, also jetzt ein Zelt aufbauen, das mache ich nicht. Dann fahre ich lieber die Stunde mit dem Zug wieder nach Hause und nehme einen neuen Anlauf. Und das habe ich dann jetzt heute gemacht. Heute ist schönes Wetter und ich habe jetzt mehrere Wetterfrösche befragt. Und die sagen mir, dass Montag, Dienstag und Mittwoch kein Regen ist hier im Lahntal. Ja, und deshalb bin ich jetzt wieder in Erndtebrück und jetzt fahre ich durch den Ort. Und wenn ich die richtige Stelle finde, dann komme ich auf einen Weg, der mich an der Siegquelle vorbeibringt und dann später zur Lahnquelle. Und von da aus dackel ich dann fleißig bis nach Marburg und da plane ich auf dem Campingplatz die erste Nacht zu verbringen. Jetzt bin ich vom Bahnhof durch 2 Kreisverkehre in die Bergstraße gefahren und ich bin nach dem Plan richtig. Aber gleich geht es wieder den Berg hoch, bevor ich überhaupt angefangen habe. Aber sehen wir mal weiter. Wir geben ja nicht auf. Jetzt bin ich am Ende des Ortes Erndtebrück und fahre jetzt südlich nach Benfe. Das ist ein kleiner Ort auf dem Weg zur ersten Quelle, nämlich der Siegquelle. Und das sind 6 Kilometer und ich hoffe, es geht jetzt überwiegend einen Berg runter, statt so wie gerade einen Berg rauf. Aber wir wollen mal nicht jammern. Wenn die Sonne scheint und nicht zu viel Gegenwind da ist, dann ist das Radfahren eine ganz ideale Art, sich die Zeit zu vertreiben. Hier oben ist es also wirklich sehr schön. Bäume, viel Gras für jede Menge Kühe und da unten in dieser kleinen Talsenke ein kleiner Bach, der vermutlich dann gleich irgendwann in der Lahn landen wird. Aber vor mir jetzt vermutlich schon gleich um die Ecke der Ort Benfe. Quellgebiet Sieg-Lahn. Und hier oben die Sicherung bis zur Siegquelle 2. Ja, und dann noch ein bisschen weiter. Das mögen vielleicht 4 oder 5 sein. Auf einer schönen Straße, die ja wahrscheinlich Landstraße ist. Ich glaube L711. Aber das stört nicht, solange wie alle 10 Kilometer ein LKW kommt und 2 Fahrräder. Aber die Gegend hier ist wirklich schön. Und würde ich jetzt dort lang fahren, käme ich auch noch zur Ederquelle. Da ich die Eder auch schon mal gefahren bin und dann von der Eder auch ein Stück der Schwalm und dann von der Eder kommt man in die Fulda und schon kommt man irgendwann auch nach Kassel. Und da ich das schon gefahren habe, machen wir es mal so. Fahren wir hier lang, da kommen wir zur nächsten Quelle von der Sieg.
herrlich von hier oben nach dort unten zu schauen, wer ich irgendwann nachher mal sein werde. Aber von oben nach unten ist viel schöner als von unten nach oben. Also weiter geht's, noch 2 Kilometer bis zur Quelle der Sieg, so ich gelesen habe. Nach dem Motto, wer sucht, der findet. Ja. Aber ihr seid schon mal hier gewesen, ne? Ja, schon ein paar Mal. Eigentlich nutzt man das dann öfter. Ich bin vor 10 Tagen schon mal hier gewesen, von Erntebrück aus gestartet und wollte das alles sehen. Und dann habe ich in Erntebrück an dem zweiten Kreisel um 40 Grad falsch genommen und ruckzuck war ich über den Berg weg und habe das alles verpasst jetzt. Okay. Und dann fing es an zu regnen, habe ich gesagt, das Ganze nochmal. Okay. Aber schön, dass die Sieg wenigstens so aussieht. Weiter unten sieht es besser aus. Ja, aber gut Gepäck dabei auf jeden Fall. Das sind ein paar Kilo. 30. Campen Sie? Ja. Ja, früher bin ich auch so leichte Dinger von 9,5 Kilo gefahren. Das ist so schön hier oben. Man könnte alle nasenlang anhalten oder langsamer fahren, weil so viel aufzunehmen ist, was hier oben an der Natur interessant ist. Aber man muss ja auch irgendwann mal vorankommen. Und so viele Fingerhüte wie hier sind, ist unglaublich. Ist eine schöne Pflanze, aber giftig, sowohl für Menschen als auch zum Beispiel für Katzen. Für andere Tiere, das weiß ich nicht. Fahren wir mal weiter, noch 2 Kilometer bis zur Lahnquelle. Das sollen also von der Siegquelle bis zur Lahnquelle 3 Kilometer sein. Naja, dann dürften es jetzt noch 2 sein. Schauen wir mal. Das hier ist das Forsthaus Lahnquelle. Eine sehr schöne Anlage, aber es ist keiner da, wahrscheinlich weil es kein Wochenende ist und zu lange geregnet hat, dann planen die Leute nichts mehr. Aber wie dem auch sei, ich bin an dem Teich, in den die Lahnquelle ihr Wasser einspeist. Und das ist dort drüben der Stein auf der anderen Seite, wo der Sitzplatz, der letzte Sitzplatz des Hotels ist. Ja, das ist einfach toll hier. Es gefällt mir außerordentlich gut. Ich bin jetzt an einem mini kleinen Örtchen, der heißt Glashütte, aber in einer Gegend in dem geschlängelten Tal hier, um nach Heudingen zu kommen. Fantastisch. Ich bin ganz begeistert, wie schön das hier ist. Allerdings spielt das Wetter natürlich heute auch extrem gut mit im Vergleich zu dem, was wir die letzten Tage so hatten. Und deswegen toi toi toi, es darf so bleiben. Es ist ein schöner Tag. Hier in Glashütte komme ich jetzt an einem sehr schönen Hotel vorbei, was im Fachwerkstil gebaut wurde. 1986 gebaut. Ich gehe mal kurz rein, um zu sehen, wie der Eindruck da ist. Also phänomenal, sehr hübsch. Aber es scheint im Augenblick wenig Betrieb zu sein. Ich sehe keinen hier rumlaufen. Wunderschön. Und auf der anderen Seite des Flüsschens geht es dann wieder steil hoch. Und hier geht es jetzt weiter Richtung Heudingen.
Ja, so sehen sie aus. Bildhübsch, aber gefährlich. Ja, und hier haben wir gesammelte Werke an Lahn-Quelltour, Ilsetal-Tour, Ilsetal-Tour, Lahn-Quelltour, Lahn-Radweg. Das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Und nach Bad Lasve haben wir noch 6,7 Kilometer und Erntebrück sind 11. Ja, Freudingen haben wir jetzt auch hinter uns. Und da geht's lang an diesem wunderschönen Tag. Etwas länger, wo die Lahn schon links oder rechts von mir läuft, war sie eigentlich zu sehen, aber dann hätte ich immer durchs Dickicht schleichen müssen. Hier ist sie jetzt schon etwas breiter in Bad Lasve, das sprich am Ortseingang. Und der Fluss ist hier Gott sei Dank noch schön sauber. Man hat ihn prima mit dicken Steinen belegt, damit sich nichts festsetzen kann. Das ist schon clever. Und da hinten geht es ein bisschen steil den Berg runter. Also ist schön hier, aber halt an einer Verkehrsstraße mit ordentlich Verkehr. Ein schönes Hotel, in dem aber im Augenblick auch kein Verkehr ist. Ja, so ist das nun mal. Und dieses ganze Gebiet hier ist ein Gewerbegebiet, deshalb wahrscheinlich die LKWs. Und ein Ort, der heißt Friedrichshütte, sprich ein kleiner Ort, der zu Bad Lasve vermutlich als kleine Ortschaft am Rande irgendwann mal eingemeindet wurde. Ja, und wenn ich da hinten mal ganz weiter gucke, wenn man auf der Bundesstraße hier fahren würde oder mit dem Auto fährt, dann kommt man zu einer Wiesentwildnis. Oh, ist etwas schwierig. Ja, dann fahren wir jetzt mal weiter Richtung Bad Lasve. Ja, der Wittgensteiner Hof sieht gut aus, aber es ist nichts los und am Lack der Eingangstür kann man sehen, dass wohl scheinbar wenig Betrieb ist. Es ist kein Geld da für Renovierung. Das ist die Burg bei Biedenkopf und die kann ich leider mit dem GoPro-Gerät nicht so ranholen, wie ich gerne möchte. Deshalb füge ich ein Bild dazu zum Film. Dann kann man das mit der Kamera gezoomt besser erkennen. Aber hier den Fluss, den kann ich ja aufnehmen. Und der ist schon schön breit und ja, mal sehen. Dreckig ist er schon etwas geworden. Aber der Mensch neigt dazu, all seine Flüssigkeiten wegzuschmeißen. Am besten in den Fluss, dann sieht man es nicht mehr. Und hier auf dem Ölmühlenweg ist nicht so viel los. Da rechts bin ich hergekommen von Bad Lasve, das sind 10 Kilometer. Und jetzt geht es hier Richtung Marburg weiter. Bei uns zu Hause sind die Kornblumen jetzt um diese Jahreszeit schon ein bisschen dünne geworden. Und da sind ja auch noch Mohnblumen dazwischen. Also das, was man früher in den Kornfeldern so hatte. Daher der Name Kornblume. Thank you.
da dachte man, dass das ein Verwaltungsgebäude oder vielleicht ein in die Jahre gekommenes Hotel ist, aber in Wirklichkeit gehört das zur Karlshütte dazu und das ist eine metallverarbeitende Produktion. Naja, fahren wir halt weiter. Das war der Zug, mit dem ich heute Morgen gekommen bin. Und weiter geht's. Ein Wasserfall will ja nicht alleine sein. Hier ist jetzt der zweite, der aber schon ein bisschen kräftiger ist. Ja, das mag daran liegen, dass der Fluss eben ein bisschen was größer wird durch die Zuflüsse, die noch dazukommen. Ich bin jetzt in Großfelden. Ein sehr schöner kleiner Ort, der einfach ein wenig ab von der normalen Bikeline-Route liegt. Und ich erkläre euch, weshalb und warum. Wenn ich weiterfahren würde auf der normalen Route, dann komme ich an eine Stelle, wo der Radweg nicht mehr weiterführt, weil man ihn gesperrt hat. Irgendwelche Bauarbeiten sind da am Gange. Und dann führen die einen über einen Berg, so ähnlich wie dieser da vor mir. Und das habe ich schon mal gemacht und das mit 30 Kilo Gepäck. Danke, daraufhin habe ich jetzt beschlossen, die Route ein klein wenig abzuändern und eine Abkürzung zwischen den Bergen auf der Landstraße zu wählen. Und ich denke, das ist gerechtfertigt. Es sind immerhin jetzt schon wieder 30 Grad. Und man muss das ja alles im Zusammenhang sehen. Noch 20 Kilometer bis Marburg und dann ein kühles Bier. Drei Kilometer vor Marburg nochmal eine schöne natürliche Ansicht der Lahn. Hier aber schön breit, jedoch schon noch ein bisschen dunkler, sprich dreckiger geworden. Aber was soll's, ich muss ja nicht trinken und auch nicht drin schwimmen. So sieht das hier aus. Man schlängelt sich immer zwischen den ganzen Bergen durch. Und ja, hier der kleine Ort, aus dem ich jetzt rausfahre, heißt Marburg-Werda.